Der muss eh kacken gleich. Ja. Nimm eine Leine mit. Eine meiner absoluten Lieblingsschuhe. Gibt jetzt wirklich den Geist auf. Und ich glaube, ich muss jetzt mal. Scheiße, Alter. Fuck, man ist jetzt so an dem Punkt, wo vorne die Füße rausgucken. Okay, Schwert. Denk an die Schlüssel. Ja, hast du alles? Ja, wir sind out. Ne? Ja. Ja, alles klar. Ja, ja. Fuck, Alter. Das ist eigentlich mein absoluter Lieblingssneaker. Und er ist jetzt echt an einem Punkt. Oh Mann, ey. Und ich glaube, ich brauche einen neuen Schuh. Oder geht doch noch eigentlich? Eigentlich geht's noch klar. Fuck, Alter. Ich liebe diese Schuhe. Ich bin jetzt echt ein bisschen genervt, weil das Schlimme ist eher an der Sache, dass mein Lieblingsschuh stirbt und dass ich absolut überhaupt keinen Bock auf Schuhe kaufen habe, weil das bei mir ein Desaster ist, so. Weil ich ein richtiger Patient bin, weil ich mich nicht entscheiden kann. Und ich gefühlt so 100 Mal nach Schuhen gucke. Und heute ist der Tag, wo ich einfach nicht mehr drum rumkomme. Und deswegen bin ich so ein bisschen abgefuckt. Weil ich weiß, was das gleich wird. Auf einmal gehen die Türen hoch vom Mercedes. Du liegst richtig, ich lieg im SLS. Das Schlimme ist einfach, dass ich erfahrungsgemäß... Das Schlimme ist einfach, dass ich... Jetzt fällt's runter. Die Scheiße ist einfach, dass ich erfahrungsgemäß weiß, an Tagen, wo ich in die Stadt gehe und was brauche, egal ob Schuhe, T-Shirt, egal was, finde ich eh nichts. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Bei mir ist das immer so, ich gehe in die Stadt so mit dem Ziel, ich gehe Schuhe kaufen. Und es hat einfach überhaupt keinen Sinn. Niente. Und wenn ich gar nicht suche und meine Freundin will shoppen mit mir, so und ich sollte mitgehen, so einmal im Jahr, wo ich sage, okay, ich gehe mit dir shoppen, da findet sie gar nichts. Und ich so, oh, fette Schuhe, coole Schuhe, guck mal da, gutes T-Shirt, gute Hose. Immer so. Und deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich in die Stadt fahre und Schuhe brauche und ich halt, ja, ich hoffe, dass ich in den Laden reinkomme und da ein Paar ist, wo ich direkt sage, das ist es. Wir sind jetzt in Köln auf der Ehrenstraße. Original stehen hier zwei Mitarbeiter vorm Laden und wollen Leute werben, damit die in den Laden kommen, ne? Ich meine, in so einen Laden gehe ich doch nicht rein, wo zwei Leute stehen und dich reinlocken wollen. Das ist ja wie in Mallorca auf der Schinkenstraße, ey. Unglaublich. Hast du hinten einen festen Halt drin, guten Halt? Ja, sitzt gut. Ja, da finde ich cool. Gefällt mir gut. Ist auch schön für den Sommer jetzt, die Farbe. Ja, gefällt mir gut. Soll ich den einpacken? Der Daniel, der Schuhverkäufer, meinte auch gerade, ey Digga, das ist keine Diplomarbeit, das ist einfach nur Schuhe kaufen. So, der hat schon direkt gemerkt, was bei mir los ist. Aber der hat mich top beraten auf jeden Fall, ey, vielen Dank. Aber was bei mir so meine große Liebe ist, sind Snapbacks und Pop. Und da bin ich in Heaven gerade. Yeah, happy, wer hätte es gedacht?
Hey, warte mal, warte mal. Warte mal kurz. Ey, der Kuba einfach an meine, ich habe gerade Klamotten eingekauft, ne? Schuhe und eine neue Cap. Ich fange an zu telefonieren, der setzt sich hin und pisst einfach an die Tüte mit den neuen Klamotten drin. Oh.